SP3 Ibiza Empress. Die ersten fünf des Sparkassen Ostsee-Meeting 2015 sind in der Box. Es fällt Unterstattersorder. Und die Boxen auf zum ersten Rennen des Meetings, zum Glasiger Cup über 1300 Meter. Die fünf Zweigen sind geschlossen auf die Reise gegangen und Ibiza Empress hat die Spitze übernehmen können. Führt vor Belinda Tu an der Innenseite. Dann sehen wir Kosmische, die Favoritin, in dritter Position. Dahinter dann an vierter Position ist Voodoo zu sehen. Dicht auf, aber auch Mercenary an der Innenseite. Die fünf Kandidaten dicht geschlossen, jetzt wo es den Berg hinaufgeht und gleich in den Schlussbogen hinein. Ibiza Empress. Ibiza Empress führt vor Kosmische, dahinter Belinda Tu an dritter Position, vor Voodoo und Mercenary an der Innenhecke galoppieren. Circa vier Längen von Mercenary bis zum führenden Ibiza Empress. Ibiza Empress im Scheitel des Bogens voraus vor Kosmische. Eine halbe Länge ist der Vorteil. An dritter Position dann Belinda Tu zu sehen. Vor Voodoo in vierter Position und Mercenary hat Anschluss. So kommt das Quintett jetzt an der 500-Meter-Marke vorbei und in die Zielgerade hinein. Ibiza Empress ist voraus. Ibiza Empress auch an der 400-Meter-Marke noch vorne gewesen, aber die Angreiferin ist Kosmische. Und in der Bahnmitte sehen wir auch Mercenary auf dem Weg nach vorne. An der Innenseite ist Ibiza Empress voraus, aber Kosmische hat jetzt den Kopf in Front geschoben. Kosmische führt ganz. In der Bahnmitte sehen wir Mercenary. Aber vorne der Endkampf ist Kosmische gegen Ibiza Empress. Ibiza Empress innen und Kosmische außen. Ibiza Empress packt nochmal an. Und nach ein Zielfoto hier im ersten Rennen. Vielleicht hat es die Favoritin geschafft. Vielleicht hat es hier Kosmische geschafft gegen Ibiza Empress. Dahinter auch nochmal knapp zwischen Mercenary und Voodoo und Belinda Tu auf dem letzten Platz. Wir sahen den Glasheger Cup über 1300 Meter, unser Eröffnungsrennen des Ostsee-Meetings 2015. Und der Sieg geht vorläufig an die Programmnummer 4 Kosmische, geritten von Josef Boyko. Auf dem zweiten Rang die Programmnummer 3 Ibiza Empress unter Alexander Pietsch. Und auf dem dritten Rang die Programmnummer 5 Voodoo unter René Picholek. Die vorläufige Dreierwette zum ersten Rennen, die 4 vor der 3 und der 5.